Das Flutlicht, es brennt am Lotterkreuz im Frimo-Stadion. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream, zum Testspiel unserer Borussia, dem ja, Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga, dem Besten, was der deutsche Vereinsfußball aktuell zu bieten hat. Im Testspiel hier am Lotterkreuz also gegen die Sportfreunde Lotte. Ach, es ist nicht weniger als 18 neue Spieler, die hier ans Lotterkreuz gewechselt sind. Jetzt sehen wir einen guten Angriff über die rechte Seite. Über Maximilian Osterhellwig, rein in die Mitte. Ölschlägel ist in dieser 8. Minute wieder aufmerksam. Vielleicht jetzt Maximilian Philipp, der hat ja schon ein, zwei gute Szenen gehabt. Schöner Außenrisspass da. Und Mario im Strafraum lässt da aber aussteigen. Und Jeremy Toljan da fast mit der Gelegenheit, mit dem Nachschuss. Also beste Aktion jetzt bisher vom BVB. Das macht Mario klasse. Zwei, drei Spieler, hier sehen wir es nochmal. Schöne Vorarbeit, toller Pass. Und dann zieht er nach innen, der Mario Götze da. Drei Spieler sind da an ihm dran und dann findet er die Lücke. Jetzt geht er auf Nummer sicher, der Abwehrspieler der Sportfreunde. Vielleicht jetzt Shinji Kagawa auf Paco Alcácer, der ist da vor dem Tor und dann haben wir auch das langersehnte 1:0. Da kommt ein Lächeln über seine Lippen, da hat er zugeschlagen, der Goalgetter aus Valencia, beziehungsweise in den letzten Jahren in den Diensten von Barcelona. Shinji Kagawa dann mit dem Auge und dann ja, hat er auch ein bisschen Glück bei der Aktion, aber die braucht man eben auch. Das war die letzte Aktion. Schön, dass wir hier noch mit dem Tor in die Halbzeit gehen können. Hier haben wir hier noch mal ein Bild, den Torschützen, den bisher einzigen Torschützen von Borussia Dortmund, Paco Alcácer. Lotte jetzt mit einem guten Angriff. Das ist Reimerink. Und da ist die große Chance und das ist das Tor. Und es ist Alexander Langlitz, der in der 49. den Ausgleich markiert. Der 27. Und so ist es gefallen. Guter Angriff. Dann über die linke Seite. Reimerink, der den mitgealten Nico Neidhardt mitnimmt. Hereingabe und in der Mitte, wollte ich schon sagen, verpassen sie beide. Aber diese Vorlage, das Durchrutschen ist perfekt. Die meisten wurden ja ausgewechselt. Jetzt bekommt er auch seine wohlverdiente Ruhe. Da ist schon der nächste Angriff. Wieder. Oh! Ja, und da ist es passiert. Wenn sich die Nummer 13 da, Gerrit Wegkamp, dem einen oder anderen vielleicht Fußballfan bekannt aus seinen früheren Stationen, ziemliche Kante da vorne drin. Bei den Jungs, die sind wirklich sehr, sehr jung. Jetzt aber, Marin. Ach. Ja, und unterliegen im jungen Alter dann noch Schwankungen, aber perspektivisch mit Sicherheit auch Möglichkeiten im Fußball. Aber jetzt erstmal gesund bleiben und jetzt heute durch das Spiel auch wieder rankommen und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Trotzdem, hier ist Feuer drin und das hoffen wir natürlich auch, dass es dazu führt, diese Intensität, dass wir hier noch einen Treffer mindestens bejubeln dürfen. Vielleicht jetzt Shinji Kagawa, aber der hat da schon wieder zwei Gegenspieler gegen sich. Was macht er? Alexander Isak, der hat da Platz und da ist es. 2:2. Das macht er gut mit seiner zweiten Ballberührung. Gerade ins Spiel gekommen. In der U23 hat er schon unter Beweis gestellt, dass er weiß, wo das Tor steht. Auch für die Profis im letzten Jahr im Pokal in Magdeburg schon erfolgreich. Genau wie mit Alex Isak, der Torschütze zum 2:2. Jetzt in Aktion. Kagawa damit Platz nimmt da Jeremy Toljan mit. Der ist vorbei am Gegenspieler und macht das da wunderbar. 3:2. Da haben wir ihn. Den Führungstreffer für Schwarz-Gelb. Die Verhältnisse sind wieder einigermaßen gerade gerückt. Da Kagawa mit viel Platz und viel Übersicht. Ein
munteres Testspielchen. Vor allem auch, das muss man sagen, von Lotter Seite. Die haben sich hier wirklich gut verkauft.